Die einen, die Straubing Tigers, stehen unter den Top 10. Die anderen, die Thomas Tavares Tigers, wollen rein in die Top 10. Tiger-Duell am 26. Spieltag der DL. Straubing am Freitag mit einem 3:1 gegen Bremerhaven. Und die Thomas Tavares Tigers, das Team von Martin Jirenek, mit einem 4:1 gegen den amtierenden Meister EAC Red Bull München. Straubing in den blauen Trikots in Überzahl. Leute mit dem Superpass auf Saigo und das 1:0 in der 6. Minute. Powerplay eigentlich eine Schwäche der Straubing Tigers. Nur 9 Tore bis dahin, die schwächste Quote, aber der Führungstreffer in Überzahl. Aber Nürnberg nicht geschockt. Die Antwort: Phil Dupuy, Superpass auf Sean Lalonde und der Ausgleich, das 1:1 in der 9. Minute. Beide hatten anscheinend Selbstvertrauen getankt. Am Freitag, nächstes Beispiel, Straubing in Überzahl. Mitchell Hurt schießt da Lalonde an den Schlittschuh. Der Führungstreffer, das 2:1. Aber kurz vor Ende des ersten Drittels, ebenfalls im Powerplay, der erneute Ausgleichstreffer. Phil Dupuy, wieder direkter Assist auf Leo Pföderl. Der hat ja schon gegen München getroffen und macht auch hier sein Tor. Also 2:2 nach 20 Minuten. Oliver Mebus am Freitag gegen München mit Saisondebüt. Auch heute wieder mit dabei. Wichtiger Spieler für die Thomas Tavares Tigers, die gut loslegten im zweiten Drittel. Patrick Reimer mit der ersten Führung für Nürnberg in der 27. Minute. Auch er war am Freitag schon erfolgreich gewesen. Und es kam noch besser für die Thomas Tavares Tigers in Unterzahl. Brown mit diesem Supermove gegen Eriksson und dem 4:2. Blockt hier den Schuss. Gilbert spielt die Scheibe nach vorne. Und dann ist das einfach ganz, ganz stark gemacht von Brown. Diese Drehung, die Spinorama um die eigene Achse und der Rückhandschuss zur 2-Tore-Führung für Nürnberg. Das sah es wirklich sehr, sehr gut aus nach 2 Dritteln. Aber das Spiel ging rauf und runter. Sanar Kolazzi noch gesperrt auf der Tribüne, der verletzte Sandro Schönberger. Die Straubing Tigers haben aktuell personelle Probleme, aber sie machten es gut. Leubel auf Pfleger und der ehemalige Nürnberger mit dem Anschlusstreffer. Stefan Leubel, 2. direkter Assist und platzierter Schuss vom Pfleger genau ins Kreuzeck. Straubing wieder dran und Nürnberg legte dann wieder vor. Lalonde mit gutem Einsatz, dann kommt die Scheibe auf Weiß und Tim Bender mit dem 5:3 für Nürnberg. Erster Saisontreffer, erster DL-Treffer im Nürnberger Trikot für Bender. Föderl arbeitet mit, Weiß hat das Auge für den Verteidiger. Bender wartet nochmal, geht rum um Verteidiger und Torwart und macht das 5:3. Nürnberg wieder 2 Tore vorn. Aber Straubing gab nicht auf. Überzahl Connolly, super Pass auf Eriksson. Und sie waren wieder dran auf 4:5 in der 54. Minute. Stark vorbereitet von Connolly. Und dann nahm Straubing in der Schlussphase den Torwart raus. Williams mit dem Schuss und Leubel fälscht ab zum Ausgleichstreffer, zum 5:5. 11. Saisontor für Stefan Leubel, den die Straubinger Fans zum Spieler des Monats November gewählt hatten. Also ging es in die Verlängerung. Und dort die Konterchance für Nürnberg. Brown setzt sich durch gegen Eriksson, wird von den Beinen geholt und dann Acton, die Scheibe vor dem Tor, aber haut sie drüber. Trotzdem, das Foul von Eriksson an Brown, es gab Penalty. Die Chance, das Spiel zu entscheiden, aber Chris Brown, der Nürnberger Topscorer, vergibt sie. Und so gab es Penalty-Schießen. Und für Tom Pokel trat Jeremy Williams 3-mal an. Einmal getroffen, einmal vergeben und den letzten macht er rein. Die Entscheidung. Jeremy Williams schießt die Straubing Tigers zum 6:5 Sieg und wir hören Tim Bender und Marco Pfleger. Ja, zu viele Strafen heute wieder, ganz klar. Wir haben zu viele Strafen genommen. Straubing ist eine brutale Powerplay-Mannschaft, haben sie heute auch wieder eiskalt ausgenutzt und das war im Großen und Ganzen so heute eigentlich das, was das Spiel entschieden hat. Wir haben in der Drittelpause ganz klar angesprochen, wir müssen nochmal alles raushauen, was geht. Und wir wissen, dass wir im letzten Drittel nochmal auf jeden Fall wieder zurückkommen können. Und das haben wir bewiesen. Und ja, sehr starke Mannschaftsleistung. Die Straubing Tigers drehen 2-mal einen 2-Tore-Rückstand, holen am Wochenende 5 Punkte und festigen den Platz in den Top 10. Und für Nürnberg gibt es wieder keine 2 Siege hintereinander. Ein kleiner Schritt, ein ganz kleiner Schritt ran an die Top 10 an diesem Wochenende, aber mehr auch nicht.